Ball nicht über die Linie. Hier muss eine Gibt. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Eine Art primitive Skulptur. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das Falconett wäre schwer genug, um die Barrikade zu zerstören. Diese Höhle. Aber das ist
ich reinkommen? Junge, das gibt es nicht. Alles voll. Ich kann nicht mehr. An der Baumrahe hängt ein Falkonett. Ja, da bin ich drin gewesen. An der Baumrahe hängt ein Falkonett. Das kann doch nicht wahr sein. Obwohl sie verrostet ist, erkennt man doch, wie hochwertig diese Waffe ist. Sie wurde vermutlich in Toledo gefertigt. An der Baumrahe hängt ein Falkonett. An der Baumrahe hängt ein Falkonett. An der Baumrahe hängt ein Falkonett. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Das Falkonett ist in Stellung. Vielleicht gibt's einen Unterwasserweg zum Bug des Schiffs. Vielleicht gibt's einen Unterwasserweg zum Bug des Schiffs. Dafür habe ich nicht genug Platz. Vielleicht gibt's einen Unterwasserweg zum Bug des Schiffs. Ja, alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin gerade. Ja, gegen wie genau? Drehen, um die Kiste zu erreichen. Am Fockmast ist eine Winde. Am Fockmast ist eine Winde. Voll. Am Fockmast ist eine Winde. Wir steigen ab. Jedes Jahr. Am Fockmast ist eine Winde. Was wird das machen? Ist zu weit draußen. Aber am Fockmast ist eine Winde. Der Nummer 1 im Norden. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet.
Der fängt da wie. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ja, der zweite geht. Es wird nur nichts, wenn die eine. Richtig. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. Nein, das war noch nichts. Mann. Ich muss den Baum so drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. So drehen können, dass er sich vor der Kiste befindet. Mit dem Baum erreiche ich die Kiste. Steht noch. Mast ist noch eine Winde, direkt über der Kapitänskajüte. Mal sehen, was der Kapitän gemacht hat. Was hat der Kapitän in seiner Kabine gehortet? Zweite nehmen für ein Take-Team zum Beispiel. Ja, ja, haben wir nur. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Und Take-Team sind, glaube ich, hier. Zeit, das Schiff zu verlassen. Wir sind überhaupt noch frei. Was mache ich denn? Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Wieso meine ich eigentlich zwei? Ein Tech-Department hat er. Dann schon. Du kannst ja auch so eine zweite Department. Aber die kann die wegnehmen. Ja, gut, aber ich hab hier schon zwei Superstars. Ja.
zwei Wrestler Sting in ein Tag Team Game. Ja, ich hätte auch Stück mehr Drogen nehmen. Wer ist das gewesen? Also mir hat Atomic gerade geschrieben, dass ich wohl noch eine Diva kriegen könnte. Alter. Das war geil, oder? Das war richtig schön. Boah, fuck, ich dachte, das ist jetzt wirklich hier. Das ist, aber du kämpfst, ne? Das sieht man. Das wäre so krass gewesen. Jetzt bist du gegen mich hier. Stephanie! Also wer ist gleich, wer spielt gleich gegen wen? Spiel. Nee, wer gleich gegen wen spielt, also nach dem Rollenspiel. Der Nexus wollte glaube ich gegen Boeing genau spielen. Gegen Boeing genau. Geil. Da muss ich ja nochmal gegen Blacklight machen. Durchs Punkt. Walkila, Leuishkana, Lekano. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Liverpool ist nicht viel besser, oder? Sollte schon sein. Die Azteken verbrannten in solchen Gefäßen Weihrauch, um mit den Göttern zu kommen. Der Gipfel dieses Berges
Für mich wie Whitebond. SML und ja. Schau mir mal die an. Das ist jetzt wirklich. Das ist jetzt richtig lustig. Was dann? So, ich habe Uchu noch nie so wütend erlebt. Uchu? Wirklich? Was ist passiert? Ich sollte nicht tratschen, aber er und Kabil haben sich gestritten. Sie haben geflüstert, aber man konnte sehen, dass sie immer wütender wurden. Wie geht's? Willkommen. Der ist manchmal kurz weg. Sehr gut. Bitte sehr. Boah. Ja, also wir machen jetzt keine Kampf. Sehr gut. Wieso ist eine Pause? Mit wem spielst du? Juventus Turin. Dann Douglas Costa. Achso. Die Götter sind für uns. Oh. Sehr gut. Ja, der steht auf hier als Europa geschickt bekommen. Ah.
Die Götter sind für uns. Ich warte auf deine Rückkehr. Hallöchen. Schau, was ich für dich habe. Ich bin immer bereit zum Handeln. Unterwegs. Ich höre schon viele Tweetgeräusche. Piper? Jetzt haben wir übrigens Zuschauer und Mitbewohner, bis da, der guckt sich die Vergewaltigung an. Ja, das war ein bisschen zu lang. Wieso schießt er da vorbei? Der Chashikin! Also Juve gegen City heute oder was? Vielleicht können sie uns unterstützen. Ja. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan. Aber Juve ist defensiv jetzt auch ekelhaft. Oh mein Gott. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff. Ey. Welche Minute, Radio? So alles, das ist schon alles für die Fliegerspiele.
Der Kult von Kukul Khan geht zu weit. Es wird Zeit, uns zu wehren. Sie üben. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen? Ishi. Mal sehen, was ich tun kann. Hoffentlich kommen sie frei. Uchu und ich haben nur geplaudert und... Uchu, was gibt es denn? Ein sechskantiger. Was macht der Typ denn jetzt? Der ist wahrscheinlich, der ist da und will sich nicht melden, lieber halt. Der kommt einfach irgendwann nicht. Er kann auch sein, dass er so schlafen gegangen ist. Ja, auch nicht das erste Mal. Dass er schlafen gegangen ist. Ich glaube nicht. Nein. Ja, das. Das wäre nicht das erste Mal. Ja. Aber das glaube ich nicht. Tja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das sind jetzt welche. Ja, Wrestling. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Ja, das ist überall geil auf dem Boden. Nee, das ist nicht. Etli, Ulikes Machuba, das ist nicht der Kult. Individuell zu machen. Und dann über Freundschaftsspiele dann mit den Dominen. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft... Der... Ja, wenn wir... Das ist zwei Pausen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Kuali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Danke.
Mieser Dieb, du solltest... Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Er kann, bestraft werden. Das ist alles meine Schuld. Hallo, Ishik. Mein Laden ist geschlossen. Es gab einen Vorfall. Keine Ahnung. Ich möchte Quali helfen. Der arme Quali. Er war hier, hat Kräuter für seine Mutter gestohlen. Hätte er doch gefragt. Ich hätte geholfen. Was ist passiert? Die Wache stand da und hat's gesehen. Auch wenn ich was gesagt hätte. Leugnen war zwecklos. Jetzt statuieren sie... Hallo? Ishik, wunderbar. Noch mehr unerwünschte Aufmerksamkeit. Was willst du? Ich möchte Quali helfen. Los jetzt, triff es! Daneben. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt? Ja. Du nimmst dich erst auf Brighton, oder? Nö, nö. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Ja, aber was willst du? Ruhe, ich rede mit dir. Gut. Shimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite es ab. Ich schwör's. Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Gefangen, ihr Schäfbildung!
dich nicht, du sollst gehen. Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Ja. Danke für einfach alles. Danke. Erste zurück. Jonas' Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil. Ich hätte Quentin nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Unser Teil ist beschädigt. Woher soll ich wissen, was das ist? Uchu sagt, der Eingang zur Zisterne war eine Höhle über dem weißen Baum. Der Eingang. Nachdem die von der Krankheit ausgehende
Das gibt's nicht, ne? Ich fahr gleich nicht nach Hamburg und schreibe Schnee ab. Etwas stimmt nicht. Hier war seit Jahrhunderten. Hatten keiner mehr. Das muss der richtige Ort sein. Das könnte ein Abbild des Bauernerlösers sein. Der Kult von Kukulkan hat es mit. Die sterblichen Überreste. Mankos Ruhestätte. Das sieht verdächtig aus. Sieht aus wie eine Totenprozession. Der Orden versteckt Manko vor dem Kult von Kukulkan. Begräbnispuppen, Töpferware und Kleidung wurden den Toten beigegeben. Das hier war mehr als ein Versteck. Der Orden hat eine Krypta gebaut.
Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Der Orden ließ Mitglieder als Wächter zurück, als er die Zisterne verschloss. So viele Knochen. Sie opferten sich, um diesen Ort zu schützen. Der Hebel müsste den Wasserstand heben. Hallo, Manko. Gut. Wo ist das Amulett? So, das ist selten. Jetzt muss es zurück zu Uchu. Durch diese Wand dringt nicht mehrere verflochtene Stränge aus Reit. Vermutlich noch ein abgeriegelter Gang. Ja, kann ich dir mal. Jojic. Wichsnet. Ich hätte so geheult. Das war aber auch Lade, ne? Lade Gade. Alter, ich glaube, ich träume noch. Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Großartig. Ein Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen.
Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Ich dusche mich wenigstens nicht so und mich in Dreck wälzen. Ich glaube, du hast du oft schon mal ein Wasser gesehen, oder? Kannst du einmal gegen die Wand und der Dreck auf die Tage kommen? Danke nochmal, Au. Ich werde meinen Vater so stolz machen. Meine Frau. Wir werden gerade zum Elderball bauen. Und ich vergrüße den Augen. Na, das ist nicht hier alles schade. Heute ist hier so ein Tag. Und du ist. Jetzt säkert du cool. Danke, Landwiel. Kiki Tano. Ich bin im Zimmer. Hoffentlich kommen sie frei. Sein Xbox. Ah, Lara. Kenti ist gerade zurückgekommen. Angeschlagen, aber lebendig. Freut mich, dass... Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde. Amun, der Gott des Getreides. Du bist aber in Innsbruck geboren, oder? So? Weil bei dir nicht so Jugo-Dialekt ist. Da haben wir auch nicht viel, oder was? Oder? Achso, okay. Kannst du auch das Serbische lesen? Also die Schrift, das Kyrillische da? Ja, lesen kann ich. Aber schreiben kann ich nicht. Ich kann ein paar Wörter. Ich hab ein paar Wörter. Ich kann nur. Das schaut schon so schwer aus. Ich sehe nicht mehr. Das ist halt so ein Schreiben. Ja, das kannst du halt so flüssig schreiben wie. Normal halt.
Selbstbewusst. Mist. Was? Gleite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein, der Gott des Regens. Scheiße. Echt? Das wäre ja faszinierend. Wie, hier steht 2-2 gegen Black Viper. Dafür habe ich nicht genug Platz. Er tilgt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Alle Götter auf den Wandbildern schenken Leben und nehmen es auch. So entsteht ein Gleichgewicht. Die Wandbilder lehrten die Dualität von Leben und Tod. Hallo? Sei gegrüßt, Ao. Weißt du schon? Ich war damals sehr. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Wurdest du nicht über Sumaks Tod informiert? Oh doch, Rau. Er war ein großer Mann. Das war er. Lass jetzt den Ruf der Trauer erklingen, der ihn ins Jenseits führt. Ja, Rau. Ich spiele. Alter, Gary, ich muss zu Choco. Stell dir vor, im eigenen Heim am Morgen. Jetzt ist es ruhig. Tritt ein. Wie ist das passiert? Als wir ankamen, stritt Choco die Herrin des Hauses. Ja. Was? Was hast du gefunden, Packer? Schumak wurde mehrfach in den Hals gestochen. Die Waffe war spitz und sehr scharf. So. Hallo, Choco? Ja, Ao. Ich weiß, das ist schwer, aber du...
krieg ich nie sauber. Ich muss. Ich hab's versprochen. Da ist etwas. Es war nur eine Frage der... Au, hallo. Ist es wahr? Schumack wurde ermordet? Ja, ich suche Agna. Ich habe Fragen an sie. Die Dienerin? Das ist doch Zeitverschwendung. Sie weiß überhaupt nichts. Sie sieht ja nicht mal, was jeden Tag direkt vor ihren Augen passiert. Was soll das heißen? Verzeihung, Au. Es ist nicht an mir zu sprechen. Wenn du etwas weißt, sag es. Sagen wir Xoko und... Nexus, bist du durch mit Black mit Viper? Genau. Tatsächlich. Wie sie sich darüber Bescheid gegeben. Hab ich doch 10 Mal. Ich hab doch 10 Mal. Das krieg ich nie sauber. Hier ist anscheinend vor kurzem etwas passiert. Dieses Messer könnte die Mordwaffe sein. Leg's zurück, du musst. Die Herrin sagt, wenn es jemand sieht, bekommt sie Schwierigkeiten. Wieso denn Schwierigkeiten? Bitte, Ao, lass mich. Wenn der Herr... Noch mehr Blut. Jemand wollte das wegwischen. Hier muss Schumack getötet worden sein. Ja. Was? Hattest du dir jetzt eigentlich eine Vorlage gemacht? Nee. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Pakal. Taruka ist unschuldig. Schumacks Frau Xoko hat ihn getötet. Ich habe das Messer gefunden. Verhaftet sie! Nein! Xoko war nicht auf dem Markt. Sie hat gewartet, bis Taruka und Agna weg waren und hat Schumack dann mit dem Messer erstochen. Das stimmt nicht! Schumack ist da hinten gestorben. Xoko hat seine Leiche verschoben, damit Taruka sie findet. Dann hat sie das Tor zugeschlagen, damit Taruka aufmerksam wird. Sie hat Agna befohlen, das Messer zu verstecken und anschließend Taruka den Mord angehängt. Ruhe, du kommst auch noch dran. Bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das Ding ist schon durchgezogen. Ich hab vergessen, meine Taktik da rauszuwählen. Taruka, du bist frei. Danke, Ao. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal. Jedenfalls. Das heißt, ich muss erstmal direkt in die Pause und die Schüsse. Wir alle. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Because I'm the man. Da wäre ich gelaufen. Da wäre ich gegangen.
Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. Glück gehabt. Glück gehabt. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Bibiana Pass auf, die Feministen haben das jetzt gehört, schreien auf und sind zuerst im Spiel. Ja. Oh, ich hab kurz gedacht, der geht rein. Ja, auch mal bitte. Ich werde nicht betteln. Du vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Die ganze Zeit. Schiff weiter. Verflucht sollen sie sein. Also habt ihr willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Wenn der Verräter von der Höhle weiß, ist Kolki in Gefahr. Geh halt rein, was ist das denn?
Der Bus geht weg da. Irgendwie hat er durchgeht ja, weil ich mir das fuck nicht ab. Was macht? Barashuchi. Die Rebellen wollen unbedingt, dass jeder weiß, wie schlimm Amaru wirklich ist. Aber sie sagen nicht, dass Paititi ohne Amaru und seine Geschäfte mit den Fremden schon vor Jahrzehnten in Vergessenheit geraten wären. Glauben die etwa, wir hätten wegen ihnen Mais auf den Feldern oder Fische im Fluss? Amaru hat während der Hungersnot die Hilfe der Fremden angenommen. Die Rebellen haben sich nur über Bauchschmerzen beschwert. Amaru hat Paititi geeint, uns vor Hunger und Fäulnis bewahrt. Ich denke, wir schulden ihm, was immer er von uns verlangt. Mach ich ihn aber. Das ist eine Beleidigung von Kukulkan. Was ist passiert? Die Priester haben ihre Pflichten vergessen. Sie haben Kukulkans Ankunft nicht verkündet. Die Leute waren sich dieses Weges durch die Straßen wohl bewusst. Aber das reicht nicht. Der große Lichtstrahl erhellte die Stadt nicht, wie er sollte. Wer weiß, was im Tempel der Sonne vor sich geht. Kolki! Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguar-Krieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Dich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt! Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Bring sie um! Hilf mal,
Sikimba! Die Jägerin am Anfang, die hat ja voll mit, die war ja voll in Wien, ne? So, na die erste Folge, die redet voll auf Wienerisch. Der ist alter und so, ich weiß nicht, was ist los. Ja, das passt nicht mehr. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
geht sogar um den Toroman, ne? Das stimmt, ja. Spielst du noch gegen Mai? Nee, nächstes Spiel. Achso, weil das bei mir so angezeigt wird. Ja, nee, hier steht gerade, spielt FIFA 19 online. Barca gegen Atletico. Ne, Online-Freundschaftsspiel, stimmt. Ja, genau. Darunter steht Black Viper, dass der das gleiche macht. Ja, die sind da. Ich weiß mal, wenn der jetzt raus ist und dann wieder rein, dann, Also. Ne, Viper ist. Nö, steht da. Also, spiel den nicht mehr. So viele Leute. Das war's. Ja. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Was hast du für einen Laptop? Auch schon nervig. Ja, schon, aber ich will noch. Mayu, wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ihr Vater kam und nahm sie mit. Er wollte sie für ihre Arbeit belohnen und an einem Ritual teilnehmen lassen. Welches Ritual? Das hat doch viel mit dem Sinn zu tun. Das Ritual des Erwachens. Das ist halt einfach. Kannst du liegen? Na ja gut, das ist aber fast bei jedem Spiel, also. Das weiß ich nicht. Ne, wenn du vorher nie gespielt hast. Ich glaub nicht, dass du das bei ihm. Nee. Ich zock da lieber die einfachen Spiele. Die einfachen. Ja, ich. Liga ist ja kompetitiv. Ich spiele die leichten Spiele. Guck mal, das ist Liga. Ja, das ist halt irgendwie genug. Ich würde sogar sagen, ich gucke mal, das ist das. Was? Ja, kann schon sein. Wenn man sich da, wenn man sich da reinfühlt. Wobei, sie warten auf dich, hier lang. Weil League wird ja alle zwei Wochen gepatcht. Das heißt, okay. Alle zwei Wochen quasi komplett neue Spieler halten. Also bringen wir es hinter uns. Gebufft oder genervt werden, Items verändert werden. Und die Profis müssen sich das auch nochmal einstellen. Na gut, ich. Ah, au. Das hier ist mein eigenes Blut, meine. Avil, ich bin's, Lara. Avil, lauf! Nur League of Legends hat über 100 Champions. Ja, ich weiß. Jetzt aber Walkila, Bejoche Luchai Kozilil Kukulkan. Also. MCS Leakovo, Patik in Hanilik. Kuwaital, inzig Ballon. Man merkt auch gut meine Kosten. Ich muss immer auf ein Ding stehen. Du merkst halt richtig. Wie viel das? Zeitmäßig. Kokic, Deutsch, Kuwaital in Willikens.
Das habe ich immer schon, das habe ich immer ein bisschen. Eh nicht so viel. Ja, das kann sein, dass ich so ein Schnitzchen aus dem Monat einstellen muss. Aber das ist dann ja meine Ausrüstung. Aber wie gesagt, das Spiel ist an sich komplett vorbei. Okay. Weitul Alkali in Jum Zilesh! Es gibt auch nicht, weil ich irgendwas unbedingt haben will.